Moin Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. Letzte Folge Plastikleitern. Das war der große Fortschritt, dies, das, Ananas. Wir haben natürlich noch ein bisschen aufgeräumt, nichtsdestotrotz ist das ja immer nicht so geil. Deswegen versuche ich diese Folge wirklich mal an den anderen Planeten reinzugucken. Mal sehen, was da so ist. Alles klar, ich mache mich klein, ihr kennt das Spiel. Und los geht das. Wir sind hier auch wieder quasi da, wo wir aufgehört haben. Kann mir noch ein bisschen aufzudingsen. Leute, ich habe natürlich die, sag schnell, eure Kommentare noch nicht gelesen, weil ich hier Back-to-Back aufnehme. Ist aber auch wichtig, weil sonst komme ich nicht klar in meinem Leben. Gut. Das muss alles weg. Das wird jetzt alles schön aufgenommen. Aber nochmal. Hier, Überhitzungsschaden ist halt richtig krass. Wann geht das Ding hier wieder los? In nächste Aktivität in 13 Tagen. Oh Mann, ey. Ja, das hier ist minus 5 Grad, das verschmutzte Wasser. Richtig gut ist. Eigentlich muss ich das hier erstmal so ein bisschen umleiten. Nehmen wir mal ein kleines Radiatorrohr aus Kupfer. Und ziehen das mal hier so lang. Und isolieren hier nochmal aus Magmatit. Aber dann natürlich da oben. Ja, wir pumpen hier aber auch richtig krass raus. Dann kommt der hier, nächste Aktivität in 15 Zyklen. Naja. So. Aber dann, ne, wir brauchen jetzt auch nicht so viel. Weil hier sieht es eigentlich ganz gut aus, was das Wasser anbelangt. Ah ja, genau hier, das kommt weg. Ich will hier nochmal versuchen, ein bisschen nebenbei ein bisschen aufzuräumen. Nacheinander. Hier müssten eigentlich keine Lufterfrischer mehr hin. Den lasse ich da nochmal. You never know. Wasser. Ich mache das hier alles nochmal an. Und dann machen wir nochmal luftdurchlässige Ziegel sozusagen einmal hier durch die Bank. Das ist mal weg. Okay. Hier wollen wir rein. Hier wird aber auch alles schön aus. Es sieht schon so gut aufgeräumt aus. Kannst du echt nicht sagen. Und hier wird es halt auch immer besser. Sauerstoff. Klar, hier gibt es noch super viel Schleimlungen-Stuff so, aber guck mal, wie es ist. Wegen dem Ganzen. Ich könnte das hier übrigens mal aufbrechen, dann hast du nämlich Chlor hier drin. Mache ich sogar mal. Und wenn du Chlor überall hast, na, dann wird das hier nämlich alles auch schön, ja, gereinigt. So, okay. Die sind aber auch inzwischen schnell, ne? Liegt aber auch übelst natürlich an den guten Leitern, ne? So, wieder mal hier unten den ganzen Mist aufräumen und hier oben den ganzen Mist aufräumen. Ich meine, es geht ja auch schon recht schnell. Wird beschädigt, ich weiß. Oh, das Ding ist komplett kaputt. Ich habe doch gerade alles. Ach, da ist natürlich noch. Wieso ist denn da jetzt plötzlich? Das kann ich ewig nehmen hier alles. Das hier nicht, aber da. Vielleicht hier noch mal hin. Wird schon wild, ne? Hier sind immer noch 48, 62 Grad.
73 Grad. Das ist natürlich alles nicht so geil. Das Ding müssen wir mal ausmachen. Habe ich hier eigentlich Automatisierung am Start? Nee, ne? Ja, alles klar. Gebäude deaktivieren. Beziehungsweise können wir die Flüssigkeitspumpe einfach mal zerlegen. Wäre noch geiler, weil dann können wir sie nämlich neu bauen aus Stahl. Da haben wir nämlich 200 Grad Überhitzungstemperatur. Dann ist hier auch Ruhe. Hä? Hier war doch eben noch Eis. Na gut, ist hier noch. Ist weg. Das ist irgendwie wild. Wird der Sauerstoff, der verschmutzte Sauerstoff, der wird aber nicht zu Eis. Das geht auch gar nicht. So, jetzt ist hier nichts, ne? Wenn hier irgendwo jetzt noch Flüssigkeit kommt, drehe ich durch. Okay. Vielleicht muss ich das hier, kalter Schlammgeysir, ne? Also wir haben hier unten hier auch noch einen, diesen kalten Schlamm. Oder verschmutzter Wasserschlot, okay. Kommt was das bei 30 Grad raus. Geht dann da oben rein. Beziehungsweise nicht. Ist ja komplett dumm hier, falsch gemacht. Ah, die Rohrbrücke. Muss ja andersrum. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich kenne noch nicht. So. Ist auch so geil. Wir haben jetzt sehr viel Salz und Tafelsalz. Kalorien sehen gut aus. Barbecue haben viel. Es wird auch viel getrunken. Hier sind einfach so viele Leute. Plastikkämme hier wieder 980 Kilo. Aber irgendwie gefällt mir die Farm auch noch nicht. Da würde ich gern was Neues bauen. Eine neue Farm mit entsprechend diesem Mehlwurz hier, Mehlholz. Kann ich das hier machen? Ist die Frage. Und hier nimmt er halt schön das Wasser raus, ne? Noch einfach nur die Pumpe ein bisschen weiter runtersetzen, ne? Dann muss ich hier nicht so einen Scheiß machen. Toll, bin ich da unterwegs. So, hier haben wir tatsächlich Sohle und was nicht alles. Ein bisschen Wasser ist noch drin, aber auch nicht viel, 10,8 Kilo. Ja, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich nehme jetzt erstmal hier das ganze Rohr hier weg, ja, was dazu führt, dass erstmal hier auch wieder Sohle reindroppt. Die Sohle wird hoffentlich dann per Auto Abfüllung weggenommen und zwar hier oben dann gedroppt. Kann das Rohr hier auch alles weg. Ne? So, dann machen wir hier nochmal vielleicht ein paar Leitern. Spiegel ziehen wir hier durch. Der ist da. Jetzt ziehen wir auch mal durch. Wieso eigentlich auf der Höhe? Auf der Höhe darf das hier gar nicht sein. Wenn nicht. Spiegel brauchen wir eigentlich. Das ist diese Höhe hier. Alles andere muss weggegraben werden. So nämlich. So. Das kann auch weg.
Perfekt, mit der Sohle läuft. Perfekt, jetzt wischt er hier alles auf. Kiloweise Wasser. Das ist ein kleiner Bug, glaube ich. Aber gut. Ja, das wird halt übelst schnell. Und das verschmutzte Wasser wird halt gut rausgenommen. Ha, wie geil ist das denn? Und jetzt kann ich alles aufnehmen. Ist das okay? Okay? Ist das so okay? Ich weiß es nicht. Aber. Ja, Green Zero, guter Mann. Da sehe ich dich. Der wischt hier kiloweise das Water weg, Alter. Das ist heftig. Ja, hat er keinen Bock drauf, aber du machst das schon. Guter Mann. Ja, du kriegst hier auch von Mika direkt Lob. Kilo, es wird immer weniger. 16. Das ist ja wild. Das wusste ich nicht, dass das so geht. So. Haben wir jetzt einen, den wir rüberschicken können. Bystischer Strick, denn das erhöht Dekoration im kleinen Bereich um den Träger. Okay. Aufräumbedienung, Graben. Bauernteupel, kann bauen nicht. Alter, das Ding. Der Water wird hier echt immer mehr, ne? Und hier wird nichts gemacht, weil isolierter Ziegel muss weg. Lyra und May sind da gut am Ballern. Boah, da wird hier wirklich. Ist er da oben noch nee, aber jetzt können wir hier. Sehr viel Wasser, ne? Sohle 12 Kilo, verschmutztes Wasser. Noch ein paar Gramm, ja, aber nicht so viel. Ist das jetzt gebaut, ist die Frage. Okay, perfekt. Jetzt kommen hier nochmal die Ziegel. Super. Bricht immer hier schön aus, so muss es sein. Sauerstoff 11,4 Kilo. Ja, ich habe halt auch übelst viel Sauerstoff, ne? Also es ist gefühlt wie so eine Platzbombe. Wir gucken uns mal kurz die Fertigkeiten von Lay und May an. Grillen, kochen. Lyra kann halt bauen, aber noch nicht mal graben. Okay. Wie sieht es hier so aus? Ein paar Keime sind am Start. Hier wird auch immer weniger. Naja, wir wollten das ja so ein bisschen aufbrechen. Machen wir das hier mal so weiter, ne? Das muss ja eh alles raus hier, ne? Wir wollen. Oh, hier haben wir noch einen Kaltdampfschlot. 72 Grad. Na gut, es gibt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr Dampf. Im Sinne von, also es gibt noch Heißdampf. Ich glaube, das sind noch mehr
Oh, nee, das wollen wir nicht. Ja, lass mal so. Wir die auch wegnehmen. Dann können wir die hier mal wegnehmen. Dann machen wir da nochmal alle Ziegel hin. Beziehungsweise nicht. Sondern nur da. Was wir aber machen, sind hier die Ziegel drüber. Das Ding funktioniert. Ganz wichtig. Genau. Dann machen wir so. Dann kann man das hier unten auch noch mal weiter spinnen. Überall den Schleim rausnehmen. Okay. Naja, ne, wir wollten das auch alles weiter aushöhlen und wir sind halt hier schon ganz gut mit dem Aushöhlen. Ne? Wir haben hier die beiden Tanks, das läuft gut. Hier oben müssen wir nochmal irgendwie, wir brauchen mal so eine richtige geile Filteranlage, ne? Wo irgendwie alles weggefiltert wird. Sohle, wo baue ich die mal? Ich brauche mal eine Filteranlage. Da oben ist das Sohle-Ding. Oder sollte ich hier nochmal, kann er hier nochmal so einen zweiten Tank Sohle bauen, aber da muss ja auch alles wieder gepumpt werden. Auch nicht geil. Launcher wieder hier abschieben. So kennen wir ihn. Öl beispielsweise haben wir gar nicht. Haben wir hier unten irgendwelche Öldinger? Nee, ne? Also Öl haben wir hier wirklich nicht. Das heißt, wir haben eigentlich auch keine Möglichkeit, guten Plastik zu produzieren. Außer halt jetzt aktuell mit den Dingern. Also okay, ne? Also was machen wir jetzt hier? Die Scheiße will ich wegnehmen. Einmal hier kurz aufräumen, bitte. Den ganzen Mist hier, der hier so rumliegt. Dann will ich hier mal diesen ganzen Sauerstoff hier auch mal wegfiltern. Brauche ich hier unbedingt Lufterfrischer. Guckt ihr das an. Einfach nur Scheiße. So, das muss jetzt hier mal weg. So, das geht dann hier irgendwie. Hier, die Dinger müssen auch mal hin. So, dann Strom. Und ja, ich kriege jetzt hier Macken. Ich muss das jetzt alles mal lösen hier. Volt. So, das ist das. So, wie sieht's hier aus? Okay, macht euren Fit. Hier ist alles fertig, perfekt, 9. Jetzt kann ich das hier auch alles mal wegnehmen. Hier ist auch Sauerstoff, sehr atembar, sehr, sehr gut. Das Ding weg, zerlegen.
Die Dinger komplett weg. Das zerlegen. Braucht kein Mensch mehr. So, jetzt hier den Durchbruch. Das dahin, der Auslauf weg. Perfekt. So, die Leitern weg. Dubi dubi dubi. Haben wir das? So weit, so gut. Das kann ich ja auch alles wegnehmen hier. Wo ist das? Ist ja. Ah, nee, das ist intern. Lassen wir nochmal. Intern können wir denn hier, aber ja genau, hier wollte ich dann vielleicht mal die Geschichte mit den Dreads machen. Sehen wir, wie wir das lösen. Mal sehen. Aber hier haben wir jetzt erstmal. Braucht man nicht. Brauchen wir hier nicht. Weg. So, was brauchen wir noch nicht? Die Dinger, oh, da ist, okay. Da in dem Rohr, da müssen wir, können wir das machen? Wie heißt das hier? Plumbing irgendwie, ne? Desinfiziere, entleere Rohrinhalte. Das müssen wir noch machen. Das ist important. Nicht, dass die ganze Suppe hier runterläuft. Ganz wichtig. Es sieht gut aus. Aufgeräumt ist es. Hier wird auch alles. Hier unten haben wir noch mal ein bisschen was. Okay, nächste Chance auf einen guten Dupe. Graben, kochen, bauen. Perfekt. Kalorien gesenkt. Ja, geschrumpfte. Nahrungsmoral wurde erhöht. Graben erhöht. Sehr gut. Der ist es. Hassan. Wir nennen dich Galileo. Dich sehe ich. So, Hassan, du als Priorität einfach erstmal nur Maschine. Nee, hier Galileo meine ich. Bedienung. Dann kommt er hier rein. Und ist hoffentlich am Ballern. So, hier wird auch alles weggenommen. So, hier können wir einmal durchziehen. Hier können wir einmal durchziehen. Ja, Leute, jetzt hier. Bam, 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 Leute. Ne? Ihr merkt, jetzt geht's voran. Hier, auch hier. Ne? Langsam. Hier wird das alles so gemacht, wie ich das gedacht habe. Sehr schön. Ja, wie immer wird hier alles aufgeräumt. Kennen wir das? Und wir haben hier auch tatsächlich schön nochmal, sag ich mal, die Naturteile erhalten, weil das immer super wichtig ist. Okay, dann überlegen wir uns jetzt hier, wie können wir hier maximal die Farm bauen. Ne? So. Wir brauchen quasi einen Raum, eine große Farm mit sehr viel, also mit... Wir brauchen da einen Flüssigkeitslock. Den müssen wir auf jeden Fall bauen. Frage ist wie?
gesagt damals. Okay. Leiter muss einmal hoch. So, perfekt. Einmal hier. Dann nehmen wir hier nochmal die normalen Kachel oder Ziegel, dass das Ding funktioniert. Okay, perfekt. Hier kam ein bisschen Sand runter. Haben wir die Leiter hier am Start. Okay, dann haben wir das hier auch ordentlich mal durchgebaut. Temperatur ist soweit safe. Hier ist nochmal kalt. So, wie bauen wir das jetzt hier am besten hin? Ich würde sagen, wir gucken erstmal in die Raumgrößen. Raumoverlay. Ein Stall. Ja? Maximale Größe 96 Felder. Wenn ich das hier unten alles als Stall nehme, also das ganze Ding hier, 57. Und hier eigentlich komplett alles voll mache mit Wasser, mit Wasserstoff, müsste das eigentlich gehen. Dazu muss ich aber auch sehr viel hier unten, ich sag mal bis hier, hier ist nochmal Sand, Vorsicht, das muss ich alles rausnehmen und dann hier unten alles voll machen mit Mealwood. Das sind dann hier schon mal 45 Kacheln. Das hier oben. Kann ich das mal so machen. Das hier ist Sand, das fällt runter. Das weg. Ist auch Sand. Muss man aufpassen. It is how it is. Oder vielleicht lasse ich es denn hier. Wenn ich jetzt hier mal auf Raum gucke. Zu viel. 112 Felder ist zu viel. Wenn ich das rausnehme, ist es nochmal mehr zu viel. 112, na gut. Isolieren wir das mal ab. Machen das einfach mal so. Dann machen wir hier unten gleich wieder die ganze Pip-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das alles hinhaut. Kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Wir werden es aber mal. Also ich habe ja jetzt eine Ahnung zumindest, ne? Stationen. Nee. Nahrung. Die Aussetzer. Bitte mach hier einfach nur Samen. Mehlholz. Keiner. Ach doch, markiert zum Entleeren. Bedienung benötigt Fertigkeit. Hat auch keiner dieser die Entleerungsfertigkeit? Doch, Sanitärtechnik. Rohrentleerung haben viele. Ein Brot. Galileo. Geht hier erstmal in den Bau rein.
und dann ins Graben und ins Grillen. Und dann, das ist halt, ne, der mag alles drei, das ist halt schon mal gut. So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier hat sich das ein wenig entspannt, die Lage. Hier haben wir ein bisschen mehr Sauerstoff. Wie geil. Die Gold- und Sedimentgestein. Okay. Ziege kann weg. Aber super gut. Ne? Hier wird jetzt wirklich langsam der gesamte verschmutzte Sauerstoff. Geht halt weg. Sieht hiermit aus, hier ist sehr viel, hier wird mehr oder eben auch nicht. Hier ist die Sohle, von mir aus, weg damit. Muss man aufpassen wegen Sand, ne? Perfekt. Wird alles weggenommen. Galileo und May sind hier am Schieben. Ja, der hat hier Ausdauer, macht er. Wir gucken uns mal Galileo an. Fertigkeiten. Bauen 6, Graben 5, Athletik 1. Da muss er halt noch. Bedienung, Maschinen auch 1. Aber das dauert halt ein bisschen, bis er da durch ist. Ne? Habe ich hier so ein bisschen was los? Okay. Schiff? Okay. Und Chef war ganz kurz mal draußen. So, Leute. Ja, ich wollte eigentlich wieder, ich wollte ins andere Ding, aber ich meine, man muss ja doch vorbereiten, ne? Wir haben jetzt das hier vorbereitet. Unsere kleine, das machen wir nochmal hier, die Pips, ihre Pip und Pip-Creature, 9 und los geht's. Habe ich hier irgendwo ein Pip-Creature? Ich glaube ja. Aber ich glaube, die Pips sind alle tot. Oder? Ehrlicherweise, I don't know, ne? Wo sind die denn? Da ist einer. Haben wir hier, wähle Blaupause, Rost, Viehzuchttrochen bauen, plus 15, aber der hat einfach Strahlenschlucker bauen gesenkt. Ach, müssen wir leider Rost nehmen. Haben wir nicht irgendwo diese Samen?
Damit er hier die Dings da baut. Das wäre halt schön. Aber ich muss sagen, komm Leute, ne? So an sich ist das doch schon eine super Sache. Was ist denn hier los? Was blubbt hier runter? Wird das wieder mehr? Ist hier irgendwie Eis drin oder was? Ist alles gut. Steigender Druck bricht irgendwann aus. Wird aber benutzt, geht hier hin. Wasser wird hier immer höher. Immer kühler, 18 Grad. Sauerstoff ist entsprechend. Kann man nichts sagen. Entwurzeln mal das Mehlholz hier. Mit der hier. Seine Dings da setzen kann. Oder hier oder was auch immer. Theoretisch müsste er. Oh, da hat er schon da oben. Ah, perfekt. Ganz kurz noch mal Leitern hin. Jetzt werden da rechts anfangen. Mal sehen, ob das dann hinhaut. Gönn dir. Plastik, 3 Tonnen. Da ist schon wieder Mehlholz drin. Wie kommt das denn her? Kann ich von eben, okay. Jetzt geht er ganz hinten hin. Da jetzt ein Mehlholz, perfekt. Wir nutzen den Pip einfach. Das ist, ich finde das so cool. Hier ist Sand, da müssen wir aufpassen. Hier kann er das überall nicht hinpacken, nur da. Doch, okay. Oh, hier wird auch jetzt endlich. Hier geht's jetzt auch endlich los. Mit dem Sauerstoff. Sehr gut. So ist recht. Genau, das wollten wir machen. Na Leute, ne? Das sieht doch hier schon mal ein bisschen überall Sauerstoff. Klar haben wir hier unten noch ein bisschen Dreck und so, ne? Und Kohlenstoffdioxid und all sowas. Weil ich mir echt überlege, woher der ganze Kram hier kommt. Ist das hier runtergedroppt oder wie? Wäre da noch ein bisschen... Wahrscheinlich.
Aber das läuft ja auch ganz gut. Und Jeff, ey, der macht ja alles alleine, ne? Climb und whatnot. Ja, und dann irgendwann sind wir hier unten und haben sicherlich hier, ne, Neutronium haben wir hier wieder was. Ich weiß nicht, was hier drüber ist. Vielleicht sogar ein kleiner Vulkan. Aber Leute, auch diesmal Dankeschön fürs Reinschauen. Was soll ich sagen? Ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Jetzt lese ich sie auch wieder. Also jetzt kann ich sie auch wieder lesen vor der nächsten Folge. Was ich als nächstes angehen soll. Space hattet ihr ja schon mal geschrieben. Ja, das ist halt... Könnte ich einfach machen. Könnte ich hier... Ich will das hier mal rausnehmen und auf der Seite dann hier mal so eine kleine... Soll ich sagen, so eine kleine Raketenbase bauen, das geht ja alles. Dazu müsste ich das hier aber alles nochmal rausnehmen. Könnte man ja machen, ne? Ist ja nicht. Machen wir mal einfach hier. Mal die Kacheln hier mal so rüber. Machen wir noch. Aber irgendwie funktioniert das ja so nicht, ne? Hier nochmal gucken. So, dann so. Wobei ich das jetzt mal rausnehme wegen dem ganzen Wasser. So wär's. So würde das gehen. Da bin ich mal gespannt, ob das alles hinhaut. Geil, ist hier so krass, hier ist Chlor sogar flüssig. Also so kalt. Oh, Mehlholz wächst. Dann kann das mal raus. Oder nee. Ist da unten. So, Leute. Verschmutztes Wasser kriegt er da irgendwie auf. Droppt dann ja eh runter oder so, ne? Tafelsalz haben wir wie viel? Also sehr viel. Aber sehr schön, das funktioniert. Sand, Sand, Sand. Ganzen Kram muss man auch irgendwie mal weg. Vor allem diesen ganzen Schleim. Dann haben wir das hier auch fertig. Und dann, naja, okay. Leute, das war's mal wieder. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Oxygen Not Included. Bis dahin, macht's gut. Euer Chucky.